Täglich kommt mehr Landvolk aus den umliegenden Ansiedlungen hierher. Die Himmelsfeste wird zur Pilgerstätte. Wenn die Nachricht diese Leute erreicht hat, weiß auch der Älteste Bescheid. Wir haben die nötigen Mauern und Männer, um uns hier zu halten. Aber diese Bedrohung ist weit größer als der Krieg, den wir erwartet hatten. Allerdings wissen wir jetzt, wie ihr Korypheus standhalten konntet und was ihn zu euch geführt hat. Er ist deshalb gekommen und jetzt nützt es ihm nichts mehr, also will er mich tot sehen, ganz einfach. Der Anker hat Macht, aber er ist nicht der Grund, warum ihr noch hier seid. Eure Entscheidungen ermöglichten uns, den Himmel zu heilen. Dank eurer Entschlossenheit haben wir Haven überlebt. Ihr seid wegen dem, was ihr getan habt, der Rivale dieser Kreatur. Und das wissen wir, wir alle. Die Inquisition braucht einen Anführer. Jemanden, der sie längst anführt. Euch. Ich habe versucht, getreulich zu dienen, um die Bürde zu begreifen, die mir auferlegt wurde. Es ist immer ein Kampf. Ihr seid euch auch nicht sicher? Es gibt keinen Glauben ohne Zweifel, aber ich denke, einen anderen Weg gibt es nicht. Ohne euch gäbe es keine Inquisition. Wie sie auftritt und wie sie führt, ist allein eure Entscheidung. Angesichts der Furcht, die um sich greift, brauchen die Leute einen Magier, der für das eintritt, was richtig ist. Ich werde Korypheus an ihrer Seite besiegen, nicht als ihr Anführer. Wohin ihr uns auch führt. Wurden unsere Leute informiert? Ja, und bald wird es die ganze Welt wissen. Kommandant, werden Sie uns folgen? Inquisition, folgt ihr uns? Werdet ihr kämpfen? Werden wir triumphieren? Euer Anführer, euer Herald, euer Inquisitor! Hier beginnt es also. Es begann auf dem Hof. Hier lassen wir dem Versprechen Taten folgen. Aber was sollen wir tun? Wir wissen nichts über diesen Korypheus, abgesehen davon, dass er euer Mahl wollte. Korypheus will Tevinter wiederherstellen. Ist das der Auftakt eines Krieges mit dem Reich? Ich habe das Gefühl, dass wir es hier eher mit Fanatikern zu tun haben, als mit der Vorhut einer echten Invasion. Tevinter ist nicht das Reich, das es vor 1000 Jahren war. Was Korypheus wiederherstellen will, existiert längst nicht mehr. Dennoch bin ich mir sicher, dass niemand im Reich auch nur eine Träne vergießen würde, wenn der Süden ins Chaos stürzt. Könnte sein Drache tatsächlich ein Erzdämon sein? Was würde das bedeuten? Den Beginn einer neuen Verderbnis. Wir haben abgesehen von Korypheus selbst keine andere dunkle Brut gesehen. Vielleicht ist er ja gar kein Erzdämon, sondern etwas anderes. Was auch immer er sein mag, er ist gefährlich. Die Kontrolle über eine derartige Kreatur verschafft Korypheus einen gewaltigen Vorteil. Korypheus sagte, er wolle die Schwarze Stadt betreten.
Er sagte, das würde ihn zu einem Gott machen. Er ist bereit, diese Welt zu zerstören, um die nächste zu erreichen. Es spielt also keine Rolle, ob er sich irrt. Und wenn er sich nicht irrt? Was, wenn er irgendeinen anderen Weg ins Nichts findet? Dann erlangt er entweder die Macht, nach der er strebt, oder er stürzt uns alle ins Verderben. Es muss da draußen doch jemanden geben, der irgendetwas über Korypheus weiß. Ich fürchte, abgesehen von denjenigen, die ihn in der Schlacht gesehen haben, werden die meisten nicht einmal glauben, dass er überhaupt existiert. Einen Vorteil zumindest haben wir. Wir wissen, was Korypheus als nächstes vorhat. In dieser merkwürdigen Zukunft, die ihr erlebt habt, wurde Kaiserin Selene ermordet. Stellt euch nur vor, welches Chaos ihr Tod verursachen würde. Mit seiner Armee. Einer Armee, die er, wenn man der Zukunft Glauben schenkt, noch durch eine gewaltige Dämonenstreitmacht verstärken wird. Gott hin oder her. Korypheus könnte den gesamten Süden von Thedas erobern. Ach, ich würde mich deutlich besser fühlen, wenn wir mehr darüber wüssten, mit was wir es hier zu tun haben. Ich kenne jemanden, der uns dabei helfen kann. Die allgemeine Begeisterung hat auch meinem Gedächtnis auf die Sprünge geholfen, also habe ich einem alten Freund eine Nachricht geschickt. Er hatte schon mal das Vergnügen mit Korypheus und weiß vielleicht mehr über seine Pläne. Er kann uns sicher helfen. Neue Verbündete sind immer gut. Stellt uns einander vor. Das würde zu viel Tamtam machen. Ich denke, ein vertrauliches Treffen wäre besser. Auf den Wehrgängen. Glaubt mir, die Sache ist kompliziert. Also schön. Wir sind bereit, uns mit beiden Angelegenheiten zu befassen. Wir erwarten eure Befehle, Inquisitor. Ich weiß nur eines. Falls Varric gerufen hat, wen ich denke, den er gerufen hat, bringt Cassandra ihn um. Das soll die Inquisition sein? Eine staubige alte Ruine voller abgehalfterter Soldaten? Wenn ihr euren Mund halten und stattdessen die Augen aufmachen würdet, wäre euch klar... Ich habe einige Erkundigungen über den kaiserlichen Hof eingeholt. Je eher wir uns mit der Gefahr für die Kaiserin befassen, desto besser. Die politische Lage im Reich ist gefährlich instabil. Das macht die Dinge noch komplizierter. Im Reich ist immer alles kompliziert. Das scheint ein Steckenpferd der Orlesianer zu sein. Rümpft ihr nur die Nase über das große Spiel, wenn ihr wollt, Kommandant. Aber wir spielen mit maximalem Einsatz und das bis in den Tod. Das Missfallen des Hofes kann ebenso gefährlich sein wie die Venatori. Wir müssen wachsam sein, um eine Katastrophe zu verhindern. Keine Sorge, Josephine. Wir werden die Kaiserin beschützen, koste es, was es wolle. Ich bete, dass ihr recht habt. Falls eure Vision der Zukunft eintritt, der Tod der Kaiserin wäre das Fanal für die totale Zerstörung. Orlais hält die Winter in Schach. Wir könnten ganz Thedas verlieren, wenn das Reich Korypheus in die Hände fällt. Selene führt im Schutz eines Maskenballs Friedensgespräche. Alle Mächtigen aus Orlais werden dort sein. Für einen gedungenen Mörder wäre der Ball der ideale Ort, sich zu verstecken. Ein Maskenball? Dann muss ich erst mal einkaufen. Ich sorge dafür, dass ihr eingeladen werdet, wenn es euch recht ist, Inquisitor. Inquisitor. Ich habe gerade unser neues Hauptquartier inspiziert. Die Fundamente sind rissig, überall nisten Tiere und wir sind meilenweit von jeglichen Zentren der Zivilisation entfernt. Wenn wir hier jemals Besucher von Rang und Namen empfangen wollen, müssen die Bediensteten diesen Ort präsentabel machen. Ja, wir wollen auf keinen Fall, dass die Inquisition einen übermäßig schäbigen Eindruck macht. Wir haben gerade erst alle davon überzeugt, dass wir genau das sind, was Thedas braucht. Die Magier haben großes Vertrauen in euch. Sie müssen sich hier sicher fühlen. Mich beschäftigt mehr, wie wir die Himmelsfeste so verstärken können, dass sie standhält, falls uns Korypheus erneut angreift. Es fällt mir schwer, seinen Angriff auf Haven zu vergessen. Wisst ihr, wer zuerst zu den Waffen gegriffen hat? Unsere Arbeiter. Sie waren so stolz auf das, was wir hier tun.
Korypheus hat sie einfach niedergemacht. Diesem ersten Feuerstoß folgten so viele Schreie. Er hat so viele Leute in Asche verwandelt. Wir haben viel zu viele gute Leute an dieses Monster verloren. Ich bin mir sicher, der Erbauer wird Ihnen Frieden schenken. Nun denn, bevor ich mich wieder meinen Pflichten zuwende, erlaubt mir, euch zu eurer Ernennung zum Inquisitor zu gratulieren, my Lord. Ich werde euch von nun an über diplomatische Belange unterrichten und euch mit Freuden zur Seite stehen, falls ihr meine Hilfe benötigt. Ich möchte mich des Vergnügens eurer Gesellschaft nur ungern schon wieder berauben. Hättet ihr Lust, mit mir ein wenig durch die Burg zu schlendern? Oh, ein kleiner Rundgang wäre nett. Lasst mich den Seneschall rufen. Das ist nicht ganz das, was ich mir erhofft hatte. Nun, lasst es mich einfach wissen, falls ihr eure Meinung ändert. Und jetzt muss ich jemanden auftreiben, der die Gästequartiere herrichtet. Gibt es etwas Neues von den Bergungsarbeiten? Wurden schon Überlebende gefunden? Die Grabungen gehen nur langsam voran, wie ihr euch sicherlich vorstellen könnt.
Das mag hier wohl früher mal gewesen sein. Hier ist so viel Platz für was auch immer. Was kann ich heute für euch tun? Ich muss mehr über Korypheus erfahren. Das haben wir auf unserer Reise zur Himmelsfeste bereits besprochen. Was soll ich euch noch dazu sagen? Cassandra und Varric scheinen mehr über unseren Gegner zu wissen. Oh, im Moment bin ich wirklich über jede Hilfe dankbar. Ich fühle mich geschmeichelt. Ich habe zwar kein geheimes Wissen, aber ich werde tun, was ich kann. Ich wüsste gerne mehr über diese Kugel in seinem Besitz. Wie ich schon sagte, muss sie das Instrument gewesen sein, mit dessen Hilfe er die Bresche erschaffen hat. Ich nehme an, die Explosion, die das Konklave vernichtet hat, war weniger geplant als vielmehr ein Unfall. Das Ergebnis der Entfesselung einer Macht, die seit Ewigkeiten danach strebte, freigesetzt zu werden. Ich verstehe nur nicht, wie Korypheus eine derartige Explosion überleben konnte. Ihr denkt, die Kugel wurde von Elfen hergestellt? Ich hätte nie geglaubt, dass ein Magier aus Tevinter eine so mächtige Reliquie benutzen kann. Sie verbessert seine Fähigkeiten und gewährt ihm Zugang zu einer Macht, von der er nie hätte erfahren dürfen. Der Macht, den Erddämon zu kontrollieren? Indirekt vielleicht. Schließlich wird in keiner Überlieferung eine Verbindung meines Volkes zu den alten Götterdrachen erwähnt, die Erzdämonen wurden. Was denkt ihr, wird Korypheus als nächstes tun? Ihr habt ihm mit der Zerstörung von Haven Schande gemacht und ihm seinen ruhmreichen Sieg verdorben. Das zuzugeben würde alles nur noch schlimmer machen. Also muss er seinen Weg fortsetzen, um keine Schwäche zu zeigen. Er wird seinen Plan weiterverfolgen, Orleans Chaos zu stürzen, um es dann Tevinter einzuverleiben. Seid ihr sicher, dass er das tun wird? So sicher, wie man sein kann. Vorausgesetzt, ich schätze einen Mann, der zum Gott aufsteigen möchte, richtig ein. Und könnt ihr das? Letztlich steht eines fest. Ein wahrer Gott muss sich nicht beweisen. Jeder, der es versucht, ist entweder verrückt oder ein Lügner. Sein Blendwerk wird sein Untergang sein. Genau wie bei den zahllosen Narren vor ihm. Was könnt ihr mir über den Ursprung von Korypheus' Macht sagen? Laut Überlieferung wurden die alten Magister in Tevinter von den alten Göttern angeleitet. Korypheus befehligt einen falschen Erzdämon. Einen verdorbenen alten Gott. Das liegt nahe, dass er sich nicht mehr als ihren Diener betrachtet. Einige seiner einzigartigen Fähigkeiten bezieht er aus der Verderbnis selbst. Der Rest kommt möglicherweise aus der Kugel, die er bei sich trägt. Wir unterhalten uns später. Wiedersehen. Großartig, oder? Als wäre es nicht schon schwer genug, in einer Welt, die aus den Fugen geraten ist, zu versuchen, für Ordnung zu sorgen. Aber nein, da muss auch noch aus dem Nichts ein Erzdämon auftauchen, frei nach dem Motto, was, dachtest du, das wird einfach? Nein, ich hatte nur gehofft, du würdest unser Dorf nicht wie einen Ameisenhaufen zertreten. Oh, tut mir leid. So sind Erzdämonen nun mal. Lässt sich nicht ändern. Rede ich zu schnell für euch? Der Angriff kam unerwartet. Wir sind alle verunsichert. Ich bin nicht verunsichert. Ich bin in dieser Geschichte der Held. Warum ist Korypheus dann nicht hinter euch her? Guter Punkt. Macht mich das zu einem Lakaien? Das fände ich bedenklich. Ich hatte immer angenommen, der Älteste hinter den Venatori wäre ein Magister, aber das ist etwas völlig anderes. In Tevinter sagen sie, die Geschichten der Kirche über Magister, die Verderbnis bringen, seien nur
Geschichten. Aber jetzt stehen wir hier genau vor so einem Magister der dunklen Brut. Wer hat die Verderbnis dann in den Augen des Reichs ausgelöst? Ihr wisst ja, wie das ist. Nicht wir. Sie sagen, die dunkle Brut war schon immer da, dass die Magister und die Verderbnis nichts miteinander zu tun haben. Überrascht euch das? Niemand gibt gerne zu, dass er ins Bett gemacht hat. Aber wenn Korypheus einer der Magister war, die die schwarze Stadt betraten und zur dunklen Brut wurden, welche andere Erklärung gibt es dann? Wir wissen nur, was Korypheus vorgibt zu sein. Stimmt, er könnte ein überzeugender Lügner sein oder ein Verrückter. Vielleicht hat er ja Wahnvorstellungen. Aber wie viele Verrückte mit Wahnvorstellungen haben dieses Wissen? Immerhin hat er das Nichts aufgerissen. Ich wusste, was man mich lehrte, konnte nur die halbe Wahrheit sein. Aber ich nahm an, dass es einen wahren Kern enthält. Irgendwo. Aber nein, wir waren es. Wir haben die Welt zerstört. Ihr habt nichts getan. Das waren diese Männer. Vor 1000 Jahren. Das stimmt, aber dummerweise ist einer von ihnen ausgesprochen lebendig. Und zu allem Überfluss würden ihm meine schwachsinnigen Landsleute erneut bereitwillig folgen. Niemand wird mir danken, egal was passiert. Und euch auch nicht. Das ist euch doch klar, oder? Wir wissen nicht, was passieren wird. Das weiß niemand. Ihr seid ein Optimist? Was sagt man dazu? Ich habe ein Einhorn gefunden. Ich weiß nur eines. Korypheus muss aufgehalten werden. Männer wie er haben meine Heimat zerstört. Ich werde nicht tatenlos zusehen, wie er auch noch die Welt zerstört. Oh, und Glückwunsch zu diesem ganzen Inquisitionshokuspokus übrigens. Inquisitor, das ist doch euer Titel, oder? Ich sollte euch danken. Nach allem, was in Redcliffe passiert ist, hättet ihr am Ende alles verlangen können. Und doch habt ihr uns zu ebenbürtigen Partnern gemacht. Damit hatte ich nicht gerechnet. Ihr habt aus gutem Grund rebelliert. Ich wusste. Von allen Leuten würdet ihr es am besten verstehen. Ich war eine graue Wächterin, Großverzauberin, Rebellenführerin und jetzt bin ich nichts von alledem. Es ist schon seltsam, wohin einen das Schicksal führt, aber das wisst ihr selbst ja am besten. Ihr wart einmal eine graue Wächterin? Für mich gelten besondere Umstände, Inquisitor. Normalerweise dient man dem Orden bis in den Tod. Aber ich habe das, was mich zu einer Wächterin machte, vor langer Zeit verloren. Sie haben versucht, mich zu reinitiieren, aber nichts hat funktioniert. Und niemand wusste, wie es geschehen war. Also wurde ich zum Zirkel der Magi geschickt. Als erste Wächterin, die je rausgeworfen wurde. Eine echte Meisterleistung. Ihr scheint froh darüber zu sein. Als ich eine Wächterin wurde, schien für mich zunächst ein Traum wahr zu werden. Am Ende allerdings, meine Brüder und Schwestern, sie spürten, dass ich irgendwie den Tod überlistet hatte, war ich froh, dass ich gehen konnte. Im Zirkel war ich dann einzigartig. Plötzlich hatte ich viel mehr Möglichkeiten als zuvor. Also habt ihr den Aufstand der Magier angezettelt. Ich habe offen die Befreiung der Zirkel gefordert. Aber für das, was folgte, trage nicht nur ich die Verantwortung. Und ich würde es wieder tun. Trotz des entstandenen Chaos. Was passiert ist, musste passieren. Ich nehme an, mit den Magiern ist alles in Ordnung. Es gab ein paar Reibereien mit euren Templern. Aber alles in allem läuft es gut. Seid ihr immer noch Großverzauberin? Jeder Anspruch auf diesen Titel ist mit den Zirkeln der Magie erloschen. Wenngleich mich einige Leute bis heute so nennen. Vielleicht werden die Zirkel eines Tages wiederbelebt. Aber dann wird ein anderer die Position einnehmen. Bis es soweit ist, führe ich meine Magierkollegen an. Ich werde für sie tun, was ich kann.
denkt, dass sie die Zirkel der Magie nach allem, was passiert ist, wieder aufleben lassen? Kommt ganz darauf an, wer die nächste Göttliche wird und was sie anzubieten hat. Wir können die Uhr nicht zurückdrehen, aber endlose Kriege helfen niemandem. Deshalb versprach ich, an Justinias Konklave teilzunehmen. Es muss eine andere Lösung geben. Was ich noch fragen wollte, wie genau haben die Venatori in Radcliffe die Kontrolle übernommen? Solange wir dort waren, fanden immer wieder Magier zu uns, Nachzügler, die meisten von ihnen Fremde. Ich konnte nicht wissen, dass einige von ihnen aus Tevinter kamen. Sie haben Gerüchte verbreitet, den Wunsch nach einem Bündnis bestärkt. Und wir waren verzweifelt. Ich bin auf unsere Entscheidung nicht stolz, aber wir waren uns sicher, dass die Templer bereits marschierten. Es hätte weit schlimmer enden können. Ich will nicht weiter stören. Ich grüße euch, Inquisitor. Ich bin hier, um euch bei jedweden Nachforschungen zu helfen. Ihr werdet feststellen, dass meine Fähigkeiten außerordentlich sind. Ich hoffe, sie erweisen sich als nützlich. Übernehmt ihr Minaves Pflichten? Ja, ihr Tod riss diese Lücke. Mir wurde gesagt, dass viele sie vermissen. Angesichts meiner Fähigkeiten wird ihre Kunst euch nicht fehlen. Wie könnt ihr der Inquisition dienen? Ich soll euch bei der Erforschung all jener Kreaturen helfen, auf die ihr bei eurem Wirken als Inquisitor stoßt. Was genau qualifiziert euch? Ich erinnere mich, dass ich Tiere mochte. Warum, weiß ich nicht mehr. Wurdet ihr besänftigt? Ja, das wurde ich. Es war notwendig, angesichts der böswilligen Natur, die die Magie zu einer gefährlichen Kunst machte. Ich weiß noch, die Zeit war schwierig, aber ich erinnere mich nicht, warum. Allerdings sind meine Fähigkeiten hier von großem Nutzen. Wie schätzt ihr unsere Fortschritte ein? Sie sind nicht optimal angesichts der Möglichkeiten. Die Himmelsfeste sollte verbessert werden, oder unsere Bemühungen werden stagnieren. Weitermachen. Ja, Inquisitor. Es tut mir leid. Ja, mir auch. Die Namen derer, die wir verloren haben. Ihr gebt bestimmt mir die Schuld daran. Wir alle haben gesehen, wer uns angegriffen hat. Wir wissen genau, wer die Schuld daran trägt. Ich frage mich immer wieder, was ich hätte anders machen können. Als die ersten meiner Späher verschwunden sind, habe ich die anderen zurückbeordert, um erst auf weitere Informationen zu warten. Wären sie weiterhin im Einsatz gewesen, hätten sie uns mehr Zeit verschaffen können. Oh, ich hatte Angst, meine Spione zu verlieren. Und so haben wir stattdessen Haven verloren. Viel wahrscheinlicher ist, dass sie dort draußen gestorben wären und wir Haven dennoch verloren hätten. Das könnt ihr nicht wissen. Ihre Leben hätten Haven eine kleine Chance verschaffen können. Meine Leute wissen, was ihre Pflicht ist. Sie kennen die Risiken. Sie sind sich bewusst, dass sie im Dienste der Inquisition möglicherweise ihre Leben opfern müssen. Unsere Leute sind keine Werkzeuge, die man benutzt und dann wegwirft. Eure Instinkte waren richtig. Ihre Leben sind von Bedeutung. Können wir uns derartige Sentimentalitäten wirklich leisten? Was, wenn Corypheus... Wir sind besser als Corypheus.
stehe euch zu Diensten, Herr. Der Tod der Göttlichen hat euch schwer getroffen. Wie geht es euch jetzt? Oh, ihr meint wegen meines Gefühlsausbruchs in Haven. Es geht mir schon viel besser. Sie war mir eine gute Freundin. Und es wird dauern, bis ich mich daran gewöhnt habe, dass sie nicht mehr hier ist. Aber danke, dass ihr gefragt habt. Ich weiß es zu schätzen. Gibt es etwas, das ich wissen sollte? Es scheint, als warte die Orlesianische Armee auf unseren nächsten Zug. Einige der Generäle stehen unserer Sache wohlwollend gegenüber. Andere sind noch immer argwöhnisch. Sie wollen sehen, wie wir uns verhalten. Ich überlasse euch wieder eure Arbeit. Schwester Liliana wird Zugang zu den Vögeln haben wollen. Bringt die Käfige hier auf. Rasch! Wäre eines Königs würdig, hä? Ah, Inquisitor. Das ist jetzt doch euer Titel, oder? Erinnert ihr euch noch an diesen Krieg, den wir beenden wollten? An die Schurken, die ich mit Pfeilen spicken wollte? Von einem beschissenen Erzdämon war nie die Rede. Andraste, in was bin ich da nur reingeraten? Ich habe wirklich schon viel erlebt, aber ja. Corypheus hat mich auch überrascht. Nein, überrascht ist man, wenn man in Hundescheiße tritt. Niemand sagt, oh, ein Magistergottmonster. Das ist ja meine Überraschung. Unmögliche Dinge sind keine Überraschungen. Das uralte Wesen, das versucht, uns zu töten, scheint mir aber ziemlich real zu sein. Bringt mich bloß nicht auf die Palme. Oh, zu spät, was? Ein Magister, der die schwarze Stadt geknackt hat. Das ist nur ein verschwommener Traum, oder? Ich meine, falls er tatsächlich real ist, dann gibt es den Sitz des Erbauers. Wirklich? Ein Sitz braucht einen Arsch. Also wäre der Erbauer real. Und alle Märchen über den Anfang und das Ende der Welt? Auch alle real. Ziemlich weit hergeholt, oder? Ich will einfach nur dieses Loch am Himmel stopfen, damit ich spielen gehen kann. Bezeichnet das Ganze nur weiter als Unsinn. Das wird die Inquisition auf dem Boden der Tatsachen halten. Oh, das kriege ich hin. Ein paar Neinsager mehr könnten euch nicht schaden. Wir kämpfen, das Böse verschwindet, alle beruhigen sich und es kehrt wieder Normalität ein. Eine nette, gut bezahlte Normalität. Ihr hört euch langsam nicht mehr völlig verrückt an. Ich weiß, erschreckend, was? Also gut, immer her mit Ihnen. Aber erst brauche ich was zu essen. Ich bin am Verhungern. Es war ein Fehler, Haven als Hauptquartier zu benutzen. Die Stadt war einfach nicht zu verteidigen. Das stimmt. Wir hätten früher abrücken sollen. Ihr habt euch selbst angreifbar gemacht. Und zwar aufgrund einer Fehleinschätzung, die euch gewiss nicht noch einmal unterläuft. Doch der Feind hat euch und der Inquisition einen schweren Schlag versetzt. Das müssen wir akzeptieren. Ihr müsst es akzeptieren. Ich werde nicht vergessen, was in Haven passiert ist. Corypheus wird sich dafür verantworten müssen. Ihr seid wütend. Gut. Zorn kann euch retten, wenn alles andere verloren ist. Aber seht zu, dass ihr ihn klug einsetzt.
Unsere Feinde rücken vor, Inquisitor. Wir dürfen nicht untätig herumsitzen. Kommt ihnen zuvor und lehrt sie, uns zu fürchten. Ihr könnt der Anführer werden, den die Gläubigen brauchen, aber ihr müsst euch beeilen. Ja? Ich hätte eine Frage zum Zirkel der Magi. Nur zu. Was wollt ihr wissen? Wenn der Zirkel aufgelöst wurde, wie könnt ihr ihm dann immer noch angehören? Der Zirkel ist eine Idee, mein Lieber. Und eine Idee kann nicht aufgelöst werden. Viele der ersten Verzauberer wollten rebellieren. Sie ignorierten, dass alles außer einer einstimmigen Entscheidung Magier gegen Magier stellen würde. Und so spaltete die Stimme der Großverzauberin Fiona den Zirkel in zwei Lager. Während sich die Rebellen ihr anschlossen, folgen die Loyalisten mir. Wenn ihr die Loyalisten anführt, warum seid ihr dann nur erste Verzauberin und nicht Großverzauberin? Großverzauberer werden gewählt. Und da es außer mir keine ersten Verzauberer gibt, kann die Wahl nicht abgehalten werden. Ich könnte mich selbst zur Großverzauberin erklären, aber der Titel hat keine Bedeutung mehr. Nicht, solange die Zirkel nicht wiederhergestellt sind. Wie konnte es so weit kommen, dass die Zirkel rebellieren? Ihr, mein Lieber, seid viel zu klug, um nicht zu erkennen, dass viele unserer Kollegen mit geschlossenen Augen durchs Leben gehen. Abgeschirmt von der Außenwelt, dachten sie in ihren Türmen nur an die Templer und ihre eigene Verbitterung. Kirkwall gab der Welt einen Grund, sich ihrer Angst vor der Magie zu erinnern. Ein Magier tötete Hunderte mit einem einzigen Fingerschnippen. In ganz Thedas breitete sich eine neue, greifbare Angst vor der Magie aus. Und so baten das gemeine Volk und die Adeligen die Kirche um Schutz. Doch die Unzufriedenen in den Türmen dachten sich nichts dabei. Sie sorgten sich nur um sich selbst und ihre Wut ob der neuen Gängeleien der Templer. Als erneut ein Magier versuchte, die göttliche Justinia zu ermorden, protestierten die Magier gegen die unweigerliche Untersuchung. Schließlich rief die Versammlung aufgrund unzumutbarer Bedingungen der Templer die Unabhängigkeit aus. Dabei vergeudete sie leider keinen Gedanken auf den Umstand, dass die Leute die Magie infolge der Angriffe mehr fürchteten als zu Tevinters Zeiten. Solange sie ihre Freiheit hatten, scherten sie sich wenig um Aufstände, wütende Mengen oder Streitigkeiten zwischen Magiern. Ihr bekommt einen Titel und mir treten sie in den Arsch. Großartig. Ich meine, danke für mein Leben. Stets zu Diensten. Das ist also die Himmelsfeste. Kommt, gehen wir die Welle ab. Ich möchte sehen, in welchem Zustand unsere Befestigungen sind. Wir werden Korypheus schon meilenweit kommen sehen. Korypheus denkt, wir seien besiegt. Und wenn er uns findet, wird unsere Zahl gewaltig sein. Ich kenne Soldaten. Ich kenne unsere Soldaten. Korypheus hat sich hunderte von Feinden gemacht, als er unsere Tür eingetreten hat. Er soll ruhig kommen. Ich schwöre, ich werde diesen verderbten Bastard erledigen. Und wenn es mich das Leben kostet. Ich bin euch für eure Unterstützung dankbar. Es ist meine Aufgabe, die dunkle Brut zu erschlagen, oder? Seht, es gibt trotz allem noch Hoffnung. Die Leute scharen sich um euer Banner. Sie glauben an euch. Seid ehrlich. Seid ihr, was sie von euch sagen? Der Auserwählte Andrastes? Ich wurde von Andraste auserwählt. Sie hat mich gerettet. Wir sollten das nicht hinterfragen. Wir brauchen alle etwas, woran wir glauben können.
Inquisitor, das ist Hawk, der Champion von Kirkwall. Wobei ich diesen Titel kaum noch benutze. Hawk, der Inquisitor. Ich dachte mir, vielleicht könnt ihr uns etwas zu Corypheus sagen. Immerhin haben wir beide gegen ihn gekämpft. Diese Aussicht erinnert mich an Kirkwall. Von meinem Balkon konnte man die ganze Stadt überblicken. Anfangs war ich begeistert, doch irgendwann sah ich nur noch die Leute, die von mir abhängig waren. Seid froh, dass es nur eine Stadt war. Bei mir ist es halb Cedars. Ihr tut, was ihr könnt, um sie zu beschützen. Wird das Ganze irgendwann leichter? Ich fürchte, nein. Ich neide euch nichts, Inquisitor. Aber vielleicht kann ich euch helfen. Varric sagt, ihr hattet schon mit Corypheus zu tun. Ich tötete ihn. Die Grauen Wächter hatten ihn, doch er nutzte seine Verbindung zur Dunklen Brut, um sie zu manipulieren. Er drang in ihre Köpfe ein, machte sie verrückt, hetzte sie aufeinander. Wenn die Wächter verschwunden sind, stehen sie vielleicht wieder unter seinem Einfluss. Wenn das mit den Wächtern passiert ist, können wir sie dann befreien? Vielleicht. Aber erst müssen wir mehr wissen. Ich habe einen Freund bei den Wächtern. Er geht dort einer anderen Sache für mich nach. Sein Name ist Stroud. Als wir uns zuletzt unterhielten, war er wegen des Verhaltens der Wächter besorgt. Seitdem nichts. Gut möglich, dass Corypheus hinter ihrem Verhalten steckt. Ist euer Freund mit ihnen verschwunden? Nein. Er versteckt sich in einer alten Schmugglerhöhle bei Kammwald. Wenn ihr nichts von Corypheus wusstet, was wolltet ihr von den Wächtern? Die Templer in Kirkwall benutzten ein seltsames Lyrium. Es war rot. Ich hatte gehofft, die Wächter wissen mehr darüber. Corypheus hatte einen Haven-Templer bei sich. Sie sahen aus, als wären sie dem Lyrium ausgesetzt gewesen, das ihr beschreibt. Hoffen wir, dass mein Freund bei den Wächtern mehr weiß. Danke für eure Hilfe. Ich mache das ebenso für mich wie für euch. Corypheus ist mein Problem. Ich dachte, ich hätte ihn getötet. Diesmal bringe ich es zu Ende. Inquisitor? Ihr habt gesagt, ihr dachtet, ihr hättet Corypheus getötet. Die Grauen Wächter hatten ihn eingesperrt. Sie benutzten das Blut meines Vaters für ein Ritual, um ihn in seiner Zelle zu halten. Doch er konnte noch immer ihre Gedanken manipulieren und hetzte sie auf mich. Und ich dachte nicht nur, ich hätte ihn getötet. Als der Kampf vorbei war, lag er tot vor mir auf dem Boden. Vielleicht brachte ihn seine Verbindung zur Verderbnis zurück oder seine alte Magie aus Tevinter. Jedenfalls war er tot. Das schwöre ich. Wohin seid ihr nach der Rebellion der Magier gegangen? Es hieß damals, die Kirche könnte versuchen, die Rebellion mit einem erhabenen Marsch auf Kirkwall niederzuschlagen. Ich hatte gehofft, wenn ich gehe, würde ich Leben retten und die Göttliche zwingen, ihre Truppen aufzuteilen, um mich zu jagen. Aber das hätte ich mir ebenso gut sparen können. Wenig später rebellierten alle Zirkel und der erhabene Marsch fand nie statt. Varric sagte, ihr wart der Champion von Kirkwall. Ich weiß bis heute nicht genau, was dort passiert ist. In Kirkwall ist genau dasselbe passiert wie überall. Getrieben von ihrer Angst vor Blutmagie und Abscheulichkeiten unterdrückten die Templer den Zirkel. Und in ihrem verzweifelten Versuch zu überleben, wandten sich die Magier des Zirkels der Blutmagie zu oder wurden Abscheulichkeiten. Schließlich zerstörte ein aufständischer Magier namens Anders Kirkwalls Kirche und alles stürzte in sich zusammen. Ich habe gehört, Anders war euer Freund. Wie war er so? Ich weiß nicht, ob es je nur einen Anders gab. Er war verrückt. Am Ende war nichts mehr in ihm, außer dieser kranke Drang, einen Krieg zu entfesseln, den niemand gewinnen konnte. Es heißt, ihr hättet Familie und Freunde in Kirkwall. Wo sind sie jetzt? Als alle Wächter begannen, sich seltsam zu verhalten, bat ich meine Freundin Aveline, meinen Bruder aus den freien Marschen wegzubringen. Mein Onkel Gamlin ist noch immer in Kirkwall, aber all die anderen, die ich dort kannte, die sind in alle Winde verstreut. Ich nehme an, Varric hat euch über die Inquisition ins Bild gesetzt. Was hat er über mich gesagt? Nur Gutes, das versichere ich euch. Ich war wirklich überrascht. Varric ist an sich kein großer Freund der Religion, aber von der Inquisition hält er sehr viel. Wir unterhalten uns später. Wir treffen uns in Kammwald.
Genau hier. Sag dem Kommandanten, dass dies der ideale Ort für die Waffenkammer ist. Ja, Ma'am. Wird sofort erledigt. Speerin Harding. Euer Gnaden? Ist irgendwas vorgefallen? Sucherin Cassandra ist hier vorbeigekommen. Sie sah aus wie eine Gewitterwolke. Das ist aber nur ihr Gesicht, oder? Solltet ihr nicht da draußen sein und irgendwas ausspähen? Bald. Wir frischen auf der Himmelsfeste unsere Vorräte auf und wechseln ein paar Leute aus. Mich leider nicht. Bin unentbehrlich. Also, wer ist Speerin Harding wirklich? Ich? Ich bin niemand. Ich habe mein ganzes Leben in der Nähe von Redcliffe gelebt, habe Schafe für meine Nachbarn gehütet. Als die Inquisition durch mein Dorf kam, habe ich ihr geholfen, indem ich ihr alles erzählte, was ich über die Gegend wusste. Dann habe ich mich verpflichtet. Ich wollte die Welt sehen, bevor sie dieses Ding da draußen verschlingt. Ich sollte gehen. Endlich sind wir am Ziel. Ich bete zum Erbauer, dass wir in dieser Fest... Inquisitor, kann ich etwas für euch tun? Ich sollte mich jetzt nämlich wirklich auf die Verwundeten konzentrieren. Weitermachen. Euer Gnaden. Der Auftrag wurde verschickt? Ja, Kommandant. Schickt ein paar Männer los, um die Gegend auszukundschaften. Wir müssen wissen, was uns dort draußen erwartet. Jawohl, Sir. Kommandant, den Soldaten wurden ihre Übergangsquartiere zugewiesen. Sehr gut. Ich brauche außerdem Informationen über den Zustand der Waffenkammer. Sofort! Wir waren in Haven gut vorbereitet. Nur natürlich nicht auf einen Erzdämon. Oder was auch immer es war. Wären wir vorgewarnt gewesen, hätten wir... Die Ereignisse haben uns alle erschüttert. Wenn Korypheus erneut zuschlägt, haben wir vielleicht keine Möglichkeit, uns zurückzuziehen. Und ich würde es auch nicht wollen. Wir müssen bereit sein. Die Arbeiten an der Himmelsfeste laufen und der Wachwechsel ist festgelegt. Innerhalb einer Woche sollte alles in die Wege geleitet sein. Wir werden nicht von hier fliehen, Inquisitor. Wie hoch waren unsere Verluste? Die meisten unserer Leute haben es in die Himmelsfeste geschafft. Es hätte schlimmer sein können. Die Moral war schlecht, aber sie hat sich deutlich verbessert, seit ihr den Posten des Inquisitors übernommen habt. Inquisitor Trevelyan. Das klingt merkwürdig, findet ihr nicht? Keineswegs. Ist das die offizielle Antwort? Ich schätze schon. Aber es ist auch die Wahrheit. Wir brauchten einen Anführer und ihr habt euch als würdig erwiesen. Ihr habt schnell reagiert, als der Angriff auf Haven begann. Ohne euch hätten wir jetzt deutlich mehr Tote zu beklagen. Ich bin dankbar für jede Hilfe, die ihr mir anbieten könnt. Vielen Dank, Inquisitor. Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um die Sicherheit unserer Leute zu gewährleisten. Darauf gebe ich euch mein Wort. Dieses Ding ist kein streunender Welpe, den ihr zu einem Schoßtier machen könnt. Es hat hier nichts verloren. Würdet ihr dasselbe nicht auch über einen Abtrünnigen sagen? Inquisitor, angesichts seiner ungewöhnlichen Fähigkeiten habe ich mich gefragt, ob Cole womöglich ein Magier ist. Er kann die Leute dazu bringen, ihn zu vergessen oder ihn noch nicht einmal wahrzunehmen.
Das sind nicht die Fähigkeiten eines Magiers. Es scheint, als wäre Cole ein Geist. Er ist ein Dämon. Gut, wenn euch das lieber ist. Allerdings ist die Wahrheit ein klein wenig komplizierter. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es wirklich noch komplizierter brauche, Solis. Ganz recht, mein Lieber. Er mag das Ding nennen, wie er will, aber es bleibt dennoch eine Bedrohung. Tatsächlich lässt sich sein Wesen nicht derart leicht definieren. Drückt euch klar aus, Solis. Womit haben wir es zu tun? Dämonen betreten diese Welt normalerweise, indem sie von etwas Besitz ergreifen. In ihrer wahren Gestalt sehen sie grotesk aus. Monströs. Aber ihr behauptet doch, Cole sehe wie ein junger Mann aus. Haben wir es also mit Besessenheit zu tun? Nein, er hat von nichts und niemandem Besitz ergriffen und wirkt doch in jeglicher Hinsicht menschlich. Cole ist einzigartig, Inquisitor. Und darüber hinaus möchte er helfen. Ich würde vorschlagen, es ihm zu gestatten. Nach allem, was ich gelernt habe, ergreifen Dämonen entweder von irgendetwas in dieser Welt Besitz oder werden beschworen und gebunden. Sie sehen allerdings so gut wie nie wie irgendetwas aus, das man mit einer echten Person verwechseln könnte. Normalerweise hättet ihr damit recht. Cole hingegen hat sich willentlich in menschlicher Gestalt manifestiert, ohne von jemandem Besitz zu ergreifen. Die Dämonen, die durch die Bresche oder die Risse kamen, haben auch von nichts Besitz ergriffen. Diese Dämonen wurden gegen ihren Willen hindurchgerissen und von dieser Welt in den Wahnsinn getrieben. Cole jedoch war schon vor der Bresche hier. Soweit wir es sagen können, lebt er schon seit Monaten oder vielleicht sogar Jahren hier. Er sieht wie ein junger Mann aus. Im Grunde genommen ist er ein junger Mann. Es ist bemerkenswert. Ich sollte mir anhören, was Cole selbst dazu zu sagen hat. Wo ist er jetzt? Wenn sich keiner von uns an ihn erinnert, könnte er überall sein. Haven, so viele Soldaten haben gekämpft, um die Pilger zu beschützen und ihnen die Möglichkeit zur Flucht zu geben. Ich schlucke die Angst runter. Durch die Arznei kann ich nicht klar denken, aber die Schnitte quälen mich bei jedem Herzschlag. Weißglühender Schmerz, alles brennt. Ich kann nicht, ich kann nicht, ich werde, ich sterbe, ich bin... tot. Ihr fühlt ihren Schmerz? So nah und bei so vielen von ihnen... ist er lauter? Möchtet ihr irgendwo hingehen, wo es für euch angenehmer ist? Ja, aber nur hier kann ich helfen. Jeder Atemzug wird langsamer, wie in einem warmen Bad. Ich gleite davon, der Geruch der Haare meiner Tochter, wenn ich ihr einen Gute-Nacht-Kuss gebe. Er ist fort. Rissiger, brauner Schmerz. Trocken. Scheuernd. Ich bin durstig. Hier. Danke. Schon gut. Sie wird sich nicht an mich erinnern. Solis hat versucht, mir zu erklären, was ihr seid, aber ehrlich gesagt habe ich irgendwann nicht mehr zugehört. Könntet ihr es mir vielleicht erklären? Ja. Früher dachte ich, ich wäre ein Geist. Ich wusste es nicht, ich habe Fehler gemacht. Aber auch Freunde gefunden. Dann bewies ein Templer, dass ich nicht real bin. Ich habe meine Freunde verloren. Ich habe alles verloren. Ich habe gelernt, mehr so zu sein, wie ich bin. Es hat mich verändert. Aber auch stärker gemacht. Ich kann jetzt mehr fühlen. Ich kann helfen. Die Inquisition könnte eure Hilfe brauchen, sofern ihr dazu bereit wärt. Ja, ich helfe. Ich lindere Leid. Helfe den Hilflosen. Da ist jemand. Es tut weh. Es tut
so weh, so weh. O Erbauer, bitte lass den Schmerz vergehen. Die Heiler haben getan, was sie konnten. Es wird Stunden dauern, bevor er stirbt. Jeder Augenblick wird eine Qual sein. Er will Barmherzigkeit. Hilfe. Ihr sagt, es wird Stunden dauern, bis er stirbt. Aber ihr könnt euch dessen nicht sicher sein. Sein Körper versagt. Er könnte sich wieder erholen. Oder die Heiler finden doch noch eine Möglichkeit, ihm zu helfen. Woher wisst ihr das? Ich weiß es nicht, ebenso wenig wie ihr. Das ist einfach Teil des Lebens. Versucht es. Ich möchte hierbleiben. Dämonenarmeen und Wächter und Varric weiß genau, wen wir brauchen. Der Redenschwinger weiß ja wirklich alles. Was haltet ihr von den Leuten, die ich um mich geschart habe? Welche meint ihr? Die, die etwas tun oder die, die nur Befehle geben? Was ist mit Solas? Solas? Der lebt doch 1000 Jahre in der Vergangenheit. Was fällt euch zu Varric ein? Varric? Zu klug. Er redet ständig, sagt aber nie etwas gerade heraus. Was denkt ihr über Cassandra? Sie ist längst nicht so zugeknöpft, wie sie tut, oder? Aber standhaft ist sie. Ich würde mich im Zweifelsfall immer hinter sie stellen. Was haltet ihr von unserer Meisterspionin, der Botschafterin und dem Kommandanten? Liliana ist hübsch. Ich könnte schwören, ich habe sie schon mal gesehen. Sie soll auch mal gespielt haben, aber das ist verrückt. Und Josephine? Sie demütigt ihre Leute ebenso gut wie ich, nur etwas subtiler. Sie versteht ihr Handwerk, falls ihr Bedarf dafür habt. Und Cullen? Tja, wenn man einen Knochenbrecher will, holt man sich jemanden, der bereit ist, in die Rolle reinzuwachsen. Aber tolle Haare hat er. Was ist mit Dorian? Dorian ist lustig. Nur sein Tevintergehabe nervt. Was ist mit Cole? Dazu sage ich nichts. Das Ding ist einfach nur falsch. Was haltet ihr von Vivienne? Sie ist ein Miststück, aber das weiß sie selbst, hoffe ich. Was sagt ihr zum Eisernen Bullen? Bei dem frage ich mich so einiges. Wie eure Frauen aussehen zum Beispiel. Uff. Was sagt ihr zu Wächter Blackwall? Der ist einfach zu gut, oder? Ich würde ihn gerne ohne seine Uniform sehen. Nein, nicht was ihr denkt. Wir unterhalten uns später. Auch gut, ich bin hier. Inquisitor, hm? Naja, die richtige Festung dafür habt ihr ja. Und wo wir gerade davon sprechen, wenn ihr einen Moment Zeit habt, würde ich euch gerne etwas zeigen. Was sollte ich mir ansehen? Kommt mit, ich zeige es euch. Warum bin ich so angezogen? Das seht ihr gleich. Kommt schon. Ihr werdet es nicht bereuen. Das verspreche ich euch. Nabend. Ich bin der Eiserne Bulle. Meine Söldnertruppe hat sich euch vor kurzem angeschlossen.
Tanner. Ich bin aus Jada. Naja, aus der Nähe von Jada. Myra. Ich war Hauptmann der Wache bei Lady Pendel. Sie hat mich angeheuert, nachdem dieser Scheiß beim Konklave passiert ist. Wollt ihr was trinken? Und wer ist das? Das ist Grimm. Er redet nicht viel. Also, seid ihr bereit, ein paar Dämonen oder Venatori zu töten? Oder was auch immer dieser Arsch von Korypheus ist? Es geht hier nicht nur ums Töten. Wir helfen dem Inquisitor, die Welt zu retten und ein neues Reich zu errichten. Naja, solange ich bezahlt werde, bin ich glücklich. Deshalb habe ich mich ja schließlich verpflichtet. Ich konnte einfach nicht mein ganzes Leben auf einem Bauernhof verbringen. Ich musste ein wenig leben, versteht ihr? Was ist mit euch, Myra? Wieso seid ihr dabei? Ich dachte, ihr dient irgendeiner Adeligen. Ich habe gesehen, was in Haven passiert ist. Wie der Inquisitor diesem Monster und seinem Erzdämon Auge in Auge gegenüberstand. Ich singe den Gesang des Lichts nicht so oft, wie ich sollte. Aber niemand kann so etwas miterleben und trotzdem nicht glauben. Also dann, Grimm und ich sollten uns auf die Suche nach unseren Zelten machen. Danke für eure Gastfreundschaft. Ich kenne jeden Kämpfer unter meinem Kommando. Ihr habt diese Möglichkeit nicht. Aber es kann nicht schaden, ein paar Gesichter zu kennen. Es war gut, ihre Sichtweise kennenzulernen. Ja, für Jungs wie Tanner könnten wir offenbar einen leichten Sieg brauchen. Und Veteranen wie Myra haben schon genug erlebt, um wachsam zu sein. Ihr habt eine gute Armee aufgestellt. Vergesst es nicht. Egal, was auch kommen mag.